Heute erwartet euch ein kleiner, feiner Rossmann-Haul. Herzlich willkommen beim Testeck. Ich bin die Petra aus dem schönen Bayerischen Wald und ich zeige euch heute mal, was ich im Rossmann ergattern konnte. Leider sind die Coupons schon wieder passé. Also sie sind am 16.8. abgelaufen. Bei uns ist am 15.8. der Feiertag in Bayern. Und da habe ich doch noch ein paar gekauft, weil ich war eigentlich aus einem bestimmten Grund in Rossmann. Das zeige ich euch jetzt. Dieses Paketchen war der Grund. Die Schön für mich Box. Ihr bekommt ein separates Video von der sehr schön für mich Box, was da alles drin ist. Ich habe jetzt noch draußen ein paar Produkte liegen. Von den anderen zwei schönen für mich Box, glaube ich vom März war das noch, die ich definitiv jetzt nicht gebraucht habe und noch original verpackt sind. Ich werde das mal in ein Gewinnspiel verpacken. So, dass die Produkte sich jemand auch über eine gemischte schön für mich Box. Diese Box hat einen Wert von 50 Euro. Ich habe nur 5 Euro bezahlt. Und nachdem ich ja schon drin war, habe ich mir dieses Nivea Sun gekauft. Da gab es auch einen Rabatt, ich glaube 2 Euro. Ich habe jetzt nachgelesen, dass man anscheinend die Kassenbons aufheben soll, wo Nivea-Produkte drauf sind. Die kann man ja auf dieser Nivea für mich Seite hochladen und glaube, da kannst du Punkte kriegen. Ich habe mich damit jetzt noch nicht befasst, weil so oft schaue ich nicht in dieses Portal rein. Kostet normal 6,95 und drauf habe ich 2 Euro Rabatt bekommen. Und nachdem ich jetzt das mitbekommen habe, wie ich das in dem Video reinschneide, werde ich mir jetzt dann demnächst das überlegen und vielleicht immer irgendeinen Screenshot hochladen, welcher Coupon das ist. Auf jeden Fall 6,95, 2 Euro. Hält sich auch länger, solange das nicht geöffnet ist und solange es gut riecht, kann man es immer wieder hernehmen. Dann weiter mit den Sonnenschutzprodukten, diesmal von San Ozon, das ist was Neues. Wobei ich jetzt Flaschen gesehen habe, da stand das neu nimmer dort und ist genau dasselbe, selbe Größe. Die ist bis 11.2021 eigentlich haltbar. Ich habe mir jetzt für 50 plus entschieden, weil wegen meine zwei Kinder. Ich habe eigentlich noch genug Sonnenöl, Sonnenspray daheim. Sind aber bloß 20er oder 30er. Und man kann sich ja nie genug einschmieren in den Sommer, besonders weil die ja zu heutzutage so heiß geworden sind. Da hatte ich versucht, ob ich 2 Coupons einlösen kann. Da gab es einmal für 20% Rabatt auf San Ozon Artikel. Soweit ich mitgekriegt habe, da muss es mindestens 2 Produkte sein. Für dieses transparente Sonnenspray hat es 20% Rabatt gegeben. Gekostet hat eine Flasche 4,99. Es gab auch noch den Coupon, wo San Ozon Artikel, wenn du einen kaufst, kriegst einen gratis dazu. 2 Coupons gehen nicht, entweder der eine oder der andere. Bei mir hat es jetzt den eins gratis dazu bekommen. Also habe ich da diese Flasche für 4,99 gratis dazu bekommen. Auch ein Schnäppchen. 20% hätte ich auch probiert, weil es werden ja noch diese Coupons für 10% gibt es ja auch in der App. Und es wird danach auch noch die 3% Mehrwertsteuer abgezogen. Dann habe ich mir dieses Palmolive mitgenommen. War gerade im Angebot für 98 Cent das Stück. Na, da bin ich jetzt ganz falsch. Das hat nicht 98 Cent gekostet, sondern 88 Cent sogar. Dafür hätte es eigentlich auch einen Coupon gegeben, den haben es mir aber nicht abgebucht. Wahrscheinlich habe ich die Couponbedingungen nicht erfüllt. Vielleicht stand da dort für 2 Euro, aber da stand drin, 2 Palmolive-Produkte nehmen und man kriegt wieder eins gratis oder so. Ich muss jetzt überlegen, wenn nicht, dann schreibe ich es nochmal dazu. Ich habe mir für diese 2 entschieden, die kenne ich noch nicht. Ich habe letztes Mal Palmolive benutzt und ich finde das super. Aber mich ärgert das jetzt schon, dass das nicht abgezogen ist. Jetzt kann ich natürlich nicht nachschauen, weil ich ja mit dem Handy aufnehme. Aber 88 Cent, finde ich, geht. War ja sowieso reduziert, also habe ich wenigstens schon mal da was gespart. Und dann habe ich mir dann noch solche, die Kneipp Chill Out Pflegedusche gab's. Die gibt's für 2,49 und nur für diese von Chill Out gab's 50 Cent. Ich habe mir das gar nicht genau angeschaut, was da drin ist. Also auf jeden Fall ist es eine Aromapflegedusche mit Hanf und Patchouli. Komisch. Zurzeit ist aber Hanf überall gefragt. Und diese Rezeptur ist ohne Mikroplastik. Darauf kommt es an, finde ich. Weil wir nehmen schon zu viel Plastik in uns selbst auf. Und dann gab es noch ein Nivea
Coupon, wenn man für 9 Euro einkauft, kriegt man 3 Euro Rabatt. Schwierigkeit daran war wieder, weil ich ja diesen 10% Coupon aktiviert habe und die 3% Mehrwertsteuerermäßigung und man ja schauen will, wie man günstig davon kommt damit oder günstig Sachen ergattern kann, habe ich mich dann fürs dreimal dasselbe Produkt entschieden, weil es für 3,49 gekostet hat. Und abzüglich dieses 10%, 3% ist genau auf 9,19 Euro oder so rausgekommen. Ich habe mir dann diese da. Das Produkt ist eigentlich auch neu. Das ist Hyaluron mit Zellenreinigungsgel. Damit soll man sein Gesicht reinigen, sanft. Und es spendet nur zusätzlich Feuchtigkeit. Und das Gute daran ist, man muss es nicht abspülen. Und das ist bei unseren Kindern vor allem ein Problem, weil die es immer noch nicht einsehen, warum sie sich in der Früh das Gesicht waschen sollen. Aber nachdem ich denen mal gezeigt habe, wie es bei mir ausschaut, nachdem ich Clearasil benutzt habe und das nicht im Gesicht, wie viel Dreck das sich ansammelt, Wahnsinn. Und ja, ich hoffe, dass sich das ein bisschen länger hält noch und dass meine Kinder dazu animiert werden, weil es ist einfach nur ins Gesicht schmieren und basta. Ja, Gesicht schmieren ist nicht. Mit Zellenreinigungsgel ist angereimer Hyaluron, hat einen angenehmen kühlen Effekt, besonders an der Augenpartie, das brauche ich definitiv. Und hier steht zwar, man soll es auf dem Wattepad geben und damit sanft über Augen und Gesicht streichen. Warum auf dem Wattepad? Weil man damit nicht nur Schmutz wegbekommt, sondern auch Make-up. Könnte man auch als Make-up-Entferner bezeichnen. Werden wir ausprobieren. Und das werde ich denen nahe bringen, entweder mit einem Wattepad oder man macht es doch mit der Hand. Ich werde es einmal ausprobieren. Jeder hat 3,49 gekostet und ich habe dann 3 Euro gespart. Und da war ich bei 6 Euro. Das sind dann, lass mal rechnen, ungefähr 2 Euro pro Stück. Also 1,49 pro Flasche gespart. Wahnsinn, oder? Da habe ich jetzt ausgesorgt. Und das Problem ist immer bei uns an dem ganzen Zeug, man hat einfach zu viel von dem. Wir nutzen auch das, also nicht die schöneren, eher die, was dann doch nicht so reichen, auch für Seife. Kann man genauso hernehmen. Ist zwar ein bisschen teurige Seife, aber gut. Und jetzt zeige ich euch, was ich da gespart habe. Jetzt müssen wir bloß ein bisschen aufpassen, weil da würde, ja, da haben es diese SFM-Box, ja, diese schön für mich-Box, haben es mitberechnet. Also ist diese Ersparnis höher als was ich eigentlich gekauft habe, weil die schön für mich Box zähle ich ja eigentlich nicht dazu. Ah, gut, seht ihr das? Hier, also mit der schönen für mich Box müsst ihr jetzt denken, da müsst ihr jetzt 50 Euro abziehen, weil die hat jetzt eigentlich da drauf nichts verloren. Mit der schön für mich Box hätte ich jetzt 81,65 ausgegeben, also wenn ich die schön für mich Box normal gekauft hätte. Und am Schluss habe ich nur 22,76 ausgegeben. Ich hatte mit der schön für mich Box 58,99 Euro Ersparnis. Wenn sich das nicht rentiert. Ich werde jetzt das nochmal abziehen schnell. Für das ganze andere Zeug, also nicht schön für mich Box, habe ich 31,65 gezahlt. Ha, das ist jetzt blöd mit diesen 10%. Und 3% auf alles. 2 Euro. Kurz mal ausgerechnet. Ich habe 31,65 ausgegeben und circa 11 Euro habe ich gespart mit dem ganzen Zeug. 11 Euro gespart. Ist doch schon mal ein schönes Sümmchen. Und ich zeige euch jetzt diese Kassenzettel, weil es meistens so ist, dass manche einen das nicht glauben, weil Couponing immer noch nicht von manchen verstanden wird. Ich werde darüber auf jeden Fall mal ein Video drehen und aufklären, was Couponing eigentlich ist. Da brauche ich ein bisschen Vorbereitungszeit und ich hoffe, dass ich auch bis dahin ein paar Coupons sammeln, dass ich euch das zeigen kann. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen, das Video. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr ein Abo hinterlässt und eben die Glocke aktiviert, dass ihr immer über neue Videos informiert seid. Weil sie sind noch ein bisschen durcheinander. Ich habe noch keinen festen Tag dafür gemacht, aber ich werde vielleicht zweimal in der Woche. Bis demnächst, eure Petra.